Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes. Bla, was ist das denn? Der Hund der Baskerville ist, glaube ich. Gott, ich habe den Namen schon vergessen. Okay, und... Kann man noch irgendwo hin? Eingangshalle, Rogers Raum, der ist Luisa. Nein, genau, geh nochmal in Rogers Raum. Irgendwas mit dem Wasserkrug, können wir damit irgendwas... Genau, wir müssen die irgendwie kombinieren. Ich glaube, komm noch zu diesem Tier, wie was zu trinken geben kannst. Warte, Vorhang, Mann. Ein Vorhang, Jungs. Hier ist noch Papier. Ein Papier. Wow, wie viel Tipp. Nee, wir machen noch kein Tipp. Da war wieder gerade eine Lupe. Vorhang. Stellen die Vorhänge öffnen, damit das Licht in dunkle Ecke des Räumes scheint. Mach mal. Wie? Vorhang mit Vorhang machen? Das ist ganz ein großer Hund. Dieser Freak. Großer Hund. Ach, guck mal. Ah, das ist meine Hand. Was ist das denn? Ach, das sind Sachen, die wir sammeln müssen. So was kenne ich. Die Sachen, die da stehen, die müssen wir sammeln. Hier ist der Rucksack. Ja. So, was haben wir noch? Was brauchen wir? Fernglas, Knochen. Wir brauchen Pferdeköpfe. Zange. Da ist ein Fernglas. Fernglas, ja. Okay. Knochen brauchen wir. Knochen? Das ist ein Schädel. Ist auch ein Knochen eigentlich. Nee, das war okay, dann eben nicht. Das ist ein Nilpferdkopf. Nee, das ist eine Ölkanne. Ölkanne, siehst du, wusste ich. Ein Flachmann, ein Fuchsschwanz ist hier. Fuchsschwanz? Ein Flachmann ist hier. Ja, hab ich auch vorhin gesehen. Ein Horn ist hier. Alter Schwede, werd ruhig. Messer. Zange. Messer, Peitsche, Pferdeköpfe. Peitsche ist hier. Okay, Pferde. Da ist der Knochen. Ah, Pferdeköpfe. Sehe ich nicht. Und ein Messer. Das ist ein Messer. Würde ich mal sagen. Ja. Ja, das war aber auch deutlich Köcher. Köcher. Ein Köcher ist. Genau. Pferdeköpfe. Alter, ich bin tierisch. Pferdeköpfe. Ach, guck mal da. Was war das denn? Das waren die Pferdeköpfe. Ah, ein Seil. Ein Seil, das hab ich doch gerade auch schon gesehen. Fangeisen, Waage, ein Seil. Waage, was ist denn hier eine Waage? Da ist ein Attraktor. Sieht so aus, als hätte da jemand in Todesqualen dran gepatscht. Ein Seil, eine Waage und ein Fangeisen. Nee, das nicht. Das ist auch kein Seil. Waage, vielleicht hier dieser Ständer da, was auch immer das sein soll. Nee, das ist wahrscheinlich nur ein Ständer. Das ist so ein Fangeisen. Natürlich. Ach, ein Fangeisen. Ja, das ist eine Bärenfalle. Ein Waage und ein... Was meinst du, wofür wir das Fangeisen wohl brauchen? Um den Hund zu fangen. Ich weiß nicht, ob wir das nachher brauchen. Seil und Waage fehlt uns noch. Idee hier was? Das ist auch noch ein Ball. Eine Waage und ein... Was könnte denn hier eine Waage sein? Seil. Was ist denn eine Waage hier, bitte? Wir stellen es doch jetzt nicht zu blöd an. Ich kann es dir nicht sagen. Sind jetzt wirklich so blöd, das zu sehen? Anscheinend sind wir... gerade wirklich so blöd. Nee. Eine Pfeife. Hochweisen. Ich habe hier... Da sind ja noch viel mehr Dinge, die so aussehen, als man sie anfassen kann, ne? Schade, dass hier jetzt mal zufällig ist. Ha, eine Waage und ein Seil. Bin sie mir jetzt blöd? Die Kette geht nicht da. Das Seil ist schon mal blöd. Aber die Waage fehlt immer noch. Ich wette mit dir, die Siegel kann die Augen noch aufmachen. Ich will es gar nicht wissen. Alter, die Musik macht mich fertig, ganz ehrlich, jetzt schon. Okay, die Waage fehlt. Ich bin ein sehr nervöser Mensch, das macht mich gerade fertig. Die Waage, Ist das eine Waage? Nee. Wir vermuten, dass die irgendwo am Tisch dran hängt und dass das so aussieht, als wäre das ein Teil des Tisches. Kick mal auf die Tischbeine einfach mal. Ich würde das als Waage einschätzen, ne? So ein Schwert würde ich nicht als Waage einschätzen. Nee, also. Glaube ich auch nicht. Musketen auch nicht. Irgendwie hinter vielleicht? Nee. Kann ich gar nicht mehr mitgeben. Vielleicht zu den Bildern, dass es gar nicht so aussieht. Warte mal, das ist doch eine Waage. Oder nicht? Oh. Wir gucken die ganze Zeit nach so einer Messingwaage mit zwei Schälchen. Wir haben eine Ölkanne gefunden. Wow, toll.
Okay, was sollen wir mit einer Ölkanne? Wahrscheinlich irgendwas Öl, dann können wir es aufmachen, dann verstehst du. Da, das Schloss vielleicht! Nee. Ich kann es nicht genau erkennen, dafür brauche ich mir wahrscheinlich eine Lampe oder sowas. Boah, diese Musik. Öl, was könnte man hier ölen? Lilis Raum ist verschlossen. Nee, hier da brauchen wir Teile. Alter, diese Musik! Chill, Junge, chill. Alter. Bei den Kronleuten gibt irgendwas, kann man irgendwie vielleicht so... Da oben ist noch so ein Wolf. Ah, also Hunde scheinen dieser für mich eine Bedeutung zu haben. Diese drei Räume können... Da ist die Küche, da ist der Wintergarten, da ist Lillys Raum, die anderen Räume. Ja, da können da wir... Da oben ist wahrscheinlich Hugos Raum oder so. Hier können wir überall hin. Guck mal, hier gibt es noch eine Aufgabe zu erledigen. Noch eine Aufgabe, okay. Das stand da so im Buch. Vielleicht ist dahinter, Versuch doch den Reh zu füttern mit Wasser. Nee, ich kann den nicht. Wenn er die ganze Zeit die Augen auf und zumacht, dann hat er bestimmt doch Durst. Das nach schon auf. Oh mein Gott, okay, ist das ein bisschen aus hier. Flug, ne? Buch. So, hier haben wir eine Aufgabe. Ja, ich frage es ja nur, was? Ist die Frage, ob dafür beständige Gegenstände nur in diesem Raum sind oder ob die irgendwo anders sind? Ja, ich würde mal sagen, Aufgabe heißt Alter, das auch. Ist schon, mit das ist ja schwierig. Ne? Ja, wir haben auch schwierig gestellt, in der Tat. Ich habe jetzt keinen Bock, schon einen Tipp zu nehmen. Nee, das Alter, nur, das ist gerade mal zweiter, dritter Raum. Ey. Ein Auge fehlt. Irgendwas muss man auch mit dem Horn bestimmt machen. Ja, genau. Ein Wolf mit Horn. Ne? Du hast auch kuriose Kreuzungen, wenn du... Gitter! Ach, guck mal, was ich gefunden habe. Rostflecke zu entfernen mit Wasser oder mit Öl. Ach, klar, mit Öl hier. Natürlich. Da unten ist noch einer. Da. Wir haben einen Hebel gefunden. Feuer löschen. Ah, jetzt geht's Schlag auf Schlag hier. Mit Wasser natürlich. Ja. Das war klar. Ah. Das war logisch. Geheimer Garten. Vielleicht kommt da der Hund rausgesprungen. A unicorn, a dragon, a werewolf? I can't believe my eyes. Ein Einhorn, ein Drache und ein Feuerwehr. Don't let appearances fool you, Henry. Dr. Watson is right. It is unlikely that these fantastic animals ever existed. It is, rather, a matter of a remarkable job of taxidermy. Ja, der logische Sherlock Holmes, der gleich du wusstest, wer das ist. Dein einziger Blick. So, hier können wir wahrscheinlich... Da ist noch was. Waffenstück, Bibi. Ah, jetzt fehlen uns nur noch... Da oben ist noch drei. Was. Ey, hallo? Der hat doch wieder. Wer wohl? Also halt ein Wappenstück. Vielleicht können wir eine Rode einfach mal das Wappen, dieses hier runterzuholen. Messer. Also nicht, das ist okay, hier. Armbrust vielleicht. Ja, du brauchst auch den Rest der Armbrust, nicht nur diesen Hebel. Nice, warte. Der Hand des Minotaurus. Er hat ein Kristallauge in seiner Hand, aber ich kann sie nicht öffnen. Nee, nicht. Das ist eine Arme. Ja, Gott. Horn, klar. Also den Nahen Einhorn brauchst du nicht das Horn geben. Efeu. Wo man genau hier kann man eine Art Fresko an der Wand erkennen, aber man kann nicht erkennen, wenn das Efeu überhaupt ist. Vielleicht jetzt das Messer hier. Ah! Fresko. Oh, das ist ein Puzzle. Oh ja. Das ist eine... Chimäre, schätze ich mal. Ja. Kannst du es nur so drehen oder kannst du die Puzzleteile auch einzeln? Die drehen sich nicht, dass die Puzzleteile verändern sich. Die verändern sich komplett. Warte, das hat doch was gepasst. Passt das? Ja, würde ich mal. Aber der Löwe ist es nicht. Das würde das andere auch passen. Dreh mal den allerersten Stein ganz rechts oben. Ich würde weiter, dreh mal weiter. Ich würde es auf Einhorn tippen. Nein, passt da nicht. Einhorn passt schon mal nicht. Dreh mal weiter. Probieren wir es damit mal. Löwen haben wir schon, das. Das passt. Nee, das passt nicht. Das passt. Nee, warte mal. Das ist was. Das passt, das passt, passt. Das passt auch, das ist schon. Das passt, schon. Ja, das hat gepasst. Ja. Ja. Das scheint was zu sein. Das hätte vielleicht schnell, das bringe ich die Entwickler um. Ja, komm, das passt doch. Das passt, das. Ja, das ist es. Das ist es. Das passt auch. Ja. Ja. Ja! Seil.
Geil, gut gemacht. Du hast es gelöst. Oh, ein Schlüssel! Schlüssel für das Vorhängeschloss. Ah, Vorhängeschloss welches? Ich glaube eins. Viele. Der Drache hat ein Vorhängeschloss. Schmutziges Schild. Dieses Schild ist schmutzig, soll dringend mal gesäubert werden. Mit Papier wohl schlecht. Vielleicht der Drache, denn es ist ein Werber. Wo ist denn der Drache hier? Warte mal, ach, Drache, hat ein Minotaurus nicht Hörner? Und soweit ich sehen kann, fehlt ihm doch ein Horn. Ah. Chris, du bist ein Genie. Nee, möchte ich noch nicht. Ich möchte jetzt mal gucken. Ein Wappenstück. Ah, das war. Danke auch, dass es das vorhin geschlossen hat. Aber das war ein gutes Auge von dir. Das war echt gutes Auge. Tja, ich so, das Einhorn haben wir gelöst. Ich stehe auf griechische Mythologie, da weiß das, man das einfach. Das war. Drache haben wir gelöst, Minotaurus haben wir gelöst. Das ist ein. Den können wir nichts machen. Yeti oder sowas. Yeti ist das. Aber was ist das? Ja, dafür brauchen wir wahrscheinlich eine. Und das gibt nur noch das, oder? Dann gehen wir mal wieder. Geh doch einfach wieder auf die Karte, dann können wir ja sehen, ob da was ist. Rogers Raum. Erstmal. Den Wolf jetzt. Alles gefunden, auf. Alter. Oh, oh, beide Augen befinden sich an ihrem Platz. Haben sie auch die Sonne mal gefilmt, mein Freund? Als hätte sich etwas in diesem Raum geändert. Ja, der hat zwei Augen gekriegt. Ja, aber noch was. Vergangenheit. What happened? Where are we? Alter, wir sind in der Vergangenheit, glaube ich. I believe the correct question is rather, when are we? Oh, oh, das ist. What do you mean, Hobbs? Look at these traces of struggle. Look at the shape of the room, its decoration. Everything appears as if Sir Roger was just killed. Smell the air. The odors of gunpowder and blood are still fresh. Oh, that's a big, You don't really think that we went back in time, do you? Oh god, it's hacked out of here. Normally, I would reply no and laugh at your naivety, but for now, I'd rather not say anything. I do not know how or why, but it seems that we have stepped back to a few minutes after the death of Sir Roger. Whoa, whoa, whoa. There is always an explanation. Be patient. Ich weiß gar nicht warum, aber alter, hack gerade hier. Alter Schwede, jetzt geht's. Okay, hier ist ein Teil. Ja, ja. Alter, Moment mal. Irgendwas stimmt hier gerade ganz und gar nicht. Ich bin zum Obergeschoss. Geil. Alte Phase. Armbrust. Zeitung. Look at this copy of the Times. It's almost 90 years old. Either it is perfectly kept. Oh, we are really at the beginning of the century. Wow. Die Armbrust, da kannst du die Dings drauf sparen. Höchstwahrscheinlich hat er versucht, sich mit dieser Waffe zu helfen. Ich muss während des Kampfes gegangen sein. Ja, geil. Jetzt haben wir eine Armbrust, oder auf jeden Fall. Wir brauchen noch einen Pfeil. Ein Pfeil? Der steckt bestimmt irgendwo drin, weil der hat die hat bestimmt einen Pfeil abgeschossen. Da war ich gut gegangen. Ja, glaube ich auch. Die war da war gerade was. Sehr stabil, benötigt viel Kraft. Was ist das Ding? Ach, schon wieder Vogel. Ach, Pfeil! Ja. Wir sind trotzdem alles mit dem Lampe. Alter, hier gibt's schon wieder sowas? Ja, ja. Wo Flasche ist hier? Zigarre. Spazierstock. Ein Schwert. Stand. Wolfsspur. Korkenzieher. Gabel ist hier ganz vorne. Ja. Kognak. Ein Messer ist hier. In der Kette. Ein Kognakglas. Also ein Kognak? Das da ist ein Kognakglas. Ja, das stimmt. Wurzel. Die Zigarre ist hier. Ja, nicht. Vogelschell. Hut. Alter. Erschrecke nicht. Vogelschell. Vogelschell. Schleuder fehlt auch noch. Wir brauchen das noch wissen hier. Da. Da ist ein Vogel, genau. Ja, ja, ja. Lampe, welche Lampe denn? Lampe denn bitte? Lampe, Schleuder und Korken. Die nicht. Da ist eine Lampe. Ja, die ist richtig gerne. So, Korkenzieher und Schleuder. Hm. Schleuder. Ja. Korkenzieher? Schleuder, ich denke mal, ist da irgendwie etwas? Nee. Nee. Da unten ist eine Lupe, das ist ein. Waffengürtel.
Schleuder. Ach, da ist er. Du hast einen goldenen Pfeil gefunden, ist klar. Tja, jetzt haben wir auch den Pfeil und jetzt können wir bestimmt irgendwas. Kann nur einmal verwendet werden. Kann nun verwendet werden. So. Alles klar, wir brauchen Kraft, um diese Vase aufzukriegen. Vielleicht und hier ein dahin. Hammer oder sowas? Also mit dem Pfeil geht's nicht. Ah, ein Schemas. Fluch, was ist das denn? Mit Fluch zu verstehen. 1 von 8. Ich glaube da auf der Couch, was ist das da? Ist das noch was? Nee, anscheinend nicht. Geh, ach, hier können wir die Zeit wieder wechseln. Ah, cool. Wappenstück? Jetzt fehlt uns nur noch ein Wappenstück. Ja. Also wir können jederzeit hier hin zurückgehen. Wahrscheinlich haben wir dann die, Ja, aber irgendwas fehlt dann. Irgendwie... Also Vase? Hier ist noch mehr. Nee, wir haben jetzt eine Armbrust. Damit kann man sich wirklich was in der Gegenwart anstellen. Den Drachen runterlassen. Genau. Daran ist wahrscheinlich das... Na Quatsch. Werwolf, ne? Den Werwolf runterlassen. Ich geh mal in die Gegenwart zurück. Dann haben wir Garten. Der Armbrust. Doch. Der goldene Pfeil hat es im Brand gestellt. Ja, und jetzt haben wir das letzte Wappen. Ja, jetzt können wir zurück zu dem Portrait. We have all the pieces of the coat of arms of Sir Roger Baskerville. Let's go to his portrait. Ach, jeder hat sein eigenes Wappen. Ja, jeder hat sein eigenes Wappen. Ach, Scheiße. Mit jeweils 5 Teilen, denke ich mal. Ich gehe einfach so zurück. Ich gehe jetzt nämlich richtig zurück hier. So, das ist Roger Baskerville. Ne, Charles, Edward, Elizabeth, Lily, James. Da, wo es leuchtet. Roger. Erstmal aufs Betreten gehen, oder nicht? Alter Schwede. Wow, ein Geist. Nicht nett, nicht nett, nicht nett, nicht nett, nein. Nicht kommt nett. Da gleich ein Zombie raus? Wer das the painting seems to be regaining its original colors, as if the curse was lifted. Ah, cool. Damit Holmes, Watson, look! By inserting the arms, we've triggered a mechanism. A secret cache. There's something inside. In der Dose, ganz eindeutig. The diameter of this jewel seems to perfectly match the empty slot on the medallion. Medallion? I think Sir Roger has given us an important element for our investigation. Look, there's a note in the back of the jewel. Physical power and brute force. Treibende Kraft und rohe Gewalt steht auf der Rückseite des Juwels. Okay. Amazing. The medallion seems to react to the presence of the jewel. It vibrates. Let us try to use it. Perhaps on the boards that block the door to Louisa's room. Wie er darauf gekommen ist, habe ich jetzt keine Ahnung. Ja, hol das mir da irgendwann aus, du. Stärke. Was war das andere? Ach. Ah, gemacht. Ja, ja. Und damit auch sehr stark. Nein, bitte. Haben wir doch, ja, nochmal unglaublich gut. Stärke. Zahnrad. Ah, ein Zahnrad, jetzt schon. Okay, zweite Vase. Ja. Zum Glück können wir die ja immer wieder benutzen. Gemäldestück. 10 abgeschlossen, fertig. Gegenwart. So, und dann haben wir diesen Part auch wieder rum. Geht's schnell, ne? Ja. Also ich bin schweißnass jetzt schon. Ja, das ist... Es macht mich hier, ich bin... Das ist aufregend, man will unbedingt... Oh, was passiert jetzt nicht? Ja, ich muss sagen, kein Fehlkauf. Echt kein Fehlkopf. Ich, nee. Ich habe mich jetzt schon sehr gut unterhalten. Wir werden diesen Part, bevor wir zu lang wird. Okay. Ich schreibe mir gleich noch 3 Minuten Kraft und Ruhe weiter. Nuss ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal.